Hallo und herzlich willkommen zurück bei Top-Vergleich. Heute geht es um die besten 4K-Beamer auf dem Markt und da haben wir heute drei ganz spezielle Geräte rausgesucht, welche jeweils für sich genommen ganz besondere Eigenschaften haben, die wir euch hier in diesem Video vorstellen möchten. Bevor wir anfangen, noch ganz kurz der Hinweis generell zu Beamern. Aus eigener Erfahrung und auch der von sehr vielen Kunden und Testberichten, die wir gelesen haben, sollte man bei 4K-Beamern wirklich nicht am falschen Ende sparen und zwar am Geld. 4K-Beamer können sehr, sehr stark sein und sehr viel Spaß machen, aber nicht, wenn man sich für ein Billigmodell entscheidet. Hier leidet nämlich vor allem meistens die Helligkeit und Langlebigkeit der Geräte und bringt nicht wirklich ein starkes Kinoerlebnis, welches man ja mit einem 4K-Beamer haben möchte. Natürlich geht es auch darum, ein gutes Gerät für einen guten Preis zu bekommen und dementsprechend haben wir auch das Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Vergleich berücksichtigt. Diese Sache wollten wir euch nur vorab nochmal mitteilen. Jetzt geht's aber los mit dem Video. Alle Geräte, die wir hier vorstellen, findet ihr auch in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Starten wir mit dem ersten 4K-Beamer und zwar den ViewSonic X100. Dieser 4K-UHD-Beamer überzeugt zunächst erstmal durch seinen starken Kontrast. Mit 300.000:1 Kontrastpunkten besitzt er hier den höchsten Wert in diesem Vergleich. Außerdem besitzt er auch die beste Helligkeit. Diese liegt bei sehr hellen 3500 Lumen und gerade die Helligkeit ist bei Beamern ein sehr, sehr entscheidender Faktor. In Kombination mit der Super-Color-Technologie von ViewSonic, dem hohen Kontrast und der 4K-Videoauflösung haben wir hier mit dem ViewSonic X100 das beste Bild von den Beamern aus diesem Vergleich. Nicht den besten Preis, zu dem Gerät kommen wir gleich, aber wie gesagt, das beste Bild und dieses ist bei Beamern ja am entscheidendsten. Die maximale Projektionsgröße beträgt bis zu 200 Zoll. Das ist ein nicht allzu großer Wert, da geht auf jeden Fall um einiges mehr, aber so wird eben auch die starke Bildqualität und Helligkeit des Geräts erhalten. Außerdem überzeugt der Beamer auch noch durch seinen starken Sound. Klar, Beamer schließt man meistens auch an Soundanlagen an, aber integriert sind hier auch starke 20 Watt Lautsprecher der Profimarke Harman Kardon. Das Modell bietet uns, wie gesagt, sehr hochauflösende, sehr helle, kontrastreiche und auch flüssige Bilder. Mehr zum ViewSonic X100 über den ersten Link in der Videobeschreibung. Den zweiten 4K-Beamer, den wir euch vorstellen möchten, ist der Epson EHTW 7100. Dieser 4K-Beamer, der mit 3000 Lumen ebenfalls eine ziemlich gute Helligkeit und mit 100.000:1 ebenfalls ein sehr gutes Kontrastverhältnis bietet, fällt in diesem Vergleich vor allem durch zwei Punkte auf. Erst einmal ist er knapp das günstigste Gerät in diesem Vergleich und zweitens auch das Gerät mit der höchsten Projektionsfläche. Bis zu 500 Zoll groß kann man mit diesem Beamer ein Leinwandbild kreieren. Für das normale Wohnzimmer ist das natürlich viel mehr, als man eigentlich braucht und kein ausschlaggebender Punkt. Aber wenn man den Beamer beispielsweise ja für Public Viewings und so weiter braucht auf sehr große Leinwände, ist das Epson-Modell hier wie gesagt eine gute Wahl mit seiner großen Projektionsfläche. Ansonsten besitzt er auch eine Detailoptimierung und eine Frame Interpolation, was einfach nichts anderes bedeutet, dass er für ein flüssiges und rasantes Bild selbst in ja schnellen Action-Szenen garantiert. Durch die High Dynamic Range oder besser gesagt HDR-Unterstützung des Geräts genießt man wirklich satte Farben und eine unglaubliche Tiefe und auch feine Details mit dem Epson Beamer. Bei den Kunden kam das Gerät auch sehr gut an, es wurde mit 4,4 von 5 Sternen bewertet. Mehr Infos zum Epson EHTW 7100 über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Wir möchten euch in diesem Vergleich aber noch ein drittes Modell vorstellen, welches auch wieder ganz besondere Eigenschaften und Funktionen besitzt. Es geht um das Modell von X-Gimi oder X-Shimi, ich weiß nicht, wie die Firma ausgesprochen wird, um ehrlich zu sein, aber es geht hier um das Modell Horizon Pro. Dieser 4K-Beamer besitzt eine Helligkeit von 2200 Lumen und eine maximale Projektionsfläche von 200 Zoll. Verbaut hat er zwei 8 Watt Harman Kardon Lautsprecher und fällt vor allem durch seine vielen Funktionen für die Bildanpassung bzw. für die intelligente Bildschirmausrichtung auf. Er besitzt eine automatische Trapezkorrektur, dass man den Beamer auch ja zum Beispiel seitlich von der Projektionsfläche aufstellen kann und dieser dann das Bild automatisch an die gewünschte Wand anpasst. Außerdem besitzt das Gerät die beste mögliche maximale Auflösung. Klar, alle Beamer hier haben eine 4K-Auflösung, also von 3840x2160 Pixel, aber dieser unterstützt sogar eine maximale Auflösung von 4096x2160 Pixel, also maximal möglich ist hier sogar noch mehr als die Standard 4K-Auflösung. Auch sehr besonders finden wir, dass er mit einem Android-System kommt und zwar mit dem Android TV 10.0 System. Damit hat man hier all die üblichen Funktionen, die man auch von Smart TVs kennt, unserer Meinung nach eine sehr, sehr wichtige und wirklich gute Funktion. So hat man nämlich gleich vom Beamer aus Zugriff auf alle wichtigen Apps, Netflix, YouTube, Disney Plus und so weiter und kann seine Streaming-Dienste einfach durch den Beamer abrufen. Ansonsten müsste das Ganze ja durch den Anschluss von einem
Fire TV Stick oder sonstiges erfolgen. Auch ist der Beamer Chromecast fähig, dass man also beispielsweise Inhalte von seinem Smartphone über Chromecast einfach über den Beamer abspielen kann. Unserer Meinung nach handelt es sich beim Horizon Pro 4K wirklich um einen sehr starken 4K-Beamer, vor allem durch seine Smart-TV-Funktion. Ja, das überzeugt uns hier wirklich am meisten. Aber auch das Bild ist hier sehr gut. Wir haben hier eine gute Auflösung, leider mit 2200 Lumen nicht die größte Helligkeit, aber das kann der Beamer durch andere Eigenschaften, wie gesagt, wieder wettmachen. Mehr Infos zu diesem Beamer erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Das Gerät ist da an dritter Stelle verlinkt. Genau auch wie verschiedene Leinwände für Beamer, die haben wir euch auch mal unten reingepackt, die Top-Modelle. Und ja, wir würden uns jetzt über einen Kommentar und eine Bewertung freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal bei Top-Vergleich.